Ja, hallo nochmals, liebe Zuschauer zum JFD Live Trading TV. Jetzt am Morgen 10:30 Uhr, dem 24. März. Die News aus Great Britain strömen hier gerade rein und diese fallen leicht schwächer aus, wie ich das gerade beurteilen kann. Die Verbraucherpreise sind nicht so stark gestiegen wie erwartet. Einzelhandelspreise leicht darüber, Erzeugerpreise ebenfalls schwächer als erwartet. Also Inflation lässt hier nicht unbedingt grüßen. Input-Output-Unterscheidung der Erzeugerpreise gibt es schon wieder einen differenzierten Betrachtungsimpuls. Schauen wir uns einfach mal das Preisgeschehen an. Wie gesagt, es hagelt jetzt gerade News aus Great Britain. Wir haben hier, wie heute Morgen schon beim Devisenradar dargestellt, jede Menge Inflationsdaten von Erzeuger über Verbraucherpreisen bis zum Hauspreisindex. Und wir sehen aktuell hier den Euro gegenüber dem britischen Pfund, wie wir ihn heute Morgen schon mal analysiert haben. Der kommt so ein Stück weit zurück von seinen Tageshochs, gerade hier punktuell 0,5359, das Resistance Level 1 des Tagespivotpunkts touchiert. Das ist schon mal technisch eine herausragende Leistung. Aber die Daten scheinen mir so ein Stück weit schwächer aus dem Pfund-Background aufgenommen zu werden. Insofern sehen Sie auch, wir arbeiten uns gerade hier wieder ein Stück weit hoch. Das Szenario beim Euro gegenüber dem britischen Pfund bleibt also gleich. Wenngleich wir hier aktuell schon 58 Pips wieder zurückgelegt haben, die Range, die Tagesrange, die zur verfügbare Handelsspanne nimmt somit weiter ab. Aber nichtsdestotrotz achten Sie mal hier drauf, Tagesschart ganz wichtig, wenn wir hier wirklich über 0,7350 schließen. Vielleicht nochmal ein Anstieg, kleiner Pullback und dann ab durch die Decke. Das sieht aber sehr, sehr gut aus. Schauen wir uns aber mal das britische Pfund an. Das kommt ja hier schon ein Stück weit schwächer daher, eben aufgrund der US-Dollar-Stärke. Hatten wir in der vergangenen Woche, hier ist der Mittwoch am 18.03., das Pfund bewegte sich hierbei sogar 600 Pips zu diesem Event hier. Eine sehr, sehr starke Bewegung, aber man sieht, dass hier die Bullen und Bären so ein Stück weit sich einen Schlagabtausch geliefert haben. Tatsache ist, der Widerstand hier knapp über 1,50, um genau zu sein bei 1,5020, 1,5030, also rund 1,5025, konnte nicht überwunden werden. Und insofern das britische Pfund hier weiter im Zugzwang. Mit den heutigen Daten, die jetzt hier eben nicht ganz so euphorisch aufgenommen wurden, stellt sich die Situation nicht wirklich besser dar. Das britische Pfund bleibt also hier technisch angeschlagen und das gerade vor dem Hintergrund, dass eben der Euro hier technisch bedingt, der Euro-US-Dollar auch, hier durchaus eine Erholungsbewegung einleiten könnte, sind das hier Indikationen, die möglicherweise eine weitere Pfundschwäche begünstigen mit Blick auf die kommende Zeit. Und da wir ja auch hier ein langfristiges Verkaufssignal ausgesandt hatten, das werden wir uns jetzt mal hier am großen Chart kurz anschauen, den ich hier allerdings jetzt gerade nochmal einladen muss, was aber nicht das Problem ist. Denn das sind ein paar Klicks, relativ leicht zu realisieren. Da sehen wir hier das große Bild und ja, die Situation, dass wir im Prinzip hier Potenzial bis 1,4240 generiert haben, aufgrund eben hier der Aufgabe des Niveaus von 1,48. Ja, wir sehen aber hier in der aktuellen Woche und im Zuge des starken Reversals aufgrund der Fed, dass hier die Bullen daran arbeiten, dass es eben nicht dazu kommt, dass wir hier durchaus weiter zurücksacken. Aber ich muss sagen, die technische Situation ist hier weiter angeschlagen. Es könnte hier einzig nur eine wahrliche US-Dollar-Schwäche helfen. Also, dass der US-Dollar seine Überhitzung durchaus mal auf mehrere Tage, Wochen auskonsolidiert, das dürfte dann dem britischen Pfund auch helfen. Aber im Kontext dessen, dass hier der Euro wahrscheinlich ja das größere Potenzial in Sachen Erholung darstellt, aktuell hier definitiv das Pfund eher in einer brisanteren Situation. Im Zuge dessen, dass hier der übergeordnete Abwärtstrend intakt ist. Hier kann eigentlich nur noch eins helfen, und zwar wenn wir hier signifikant über 1,5025, 1,5030, das ist hier der Widerstand auf Tagesbasis, ich zeige es Ihnen nochmal, ja, wenn wir hier signifikant drüber ansteigen. Wenn das passiert ist, okay, dann muss man die Situation kurzfristig neu bewerten, dann kann man auch hier die Uhr in die Richtung stellen, dass auch hier eine stärkere Erholung möglich werden dürfte. Und dann kommt es eben beim Crossrate Euro gegenüber British Pfund dann darauf an, welcher Währungsblock nun stärker unterwegs ist. Der Euro gegenüber dem US-Dollar oder das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, beziehungsweise hier speziell der Euro gegenüber dem Pfund. Jetzt haben wir es. Und dann muss man eben sehen, wie es sich hier entwickelt. Das Pfund, aber gerade im Kontext zum Euro, scheint mir hier ein Stück weit schwächer aufgestellt aktuell. Die technische Situation hier noch ein Stück weit unklarer. So, schauen wir nochmal kurz auf die Nachrichten. Hauspreisindex, der ist auch gestiegen, aber nicht so stark wie erwartet. Also wie gesagt, hier summa summarum, die News hier nicht ganz so euphorisch,
Und das zeigt sich eben auch hier beim britischen Pfund, wenngleich ich sagen muss, hier im Intraday-Bereich, die Bewegung gerade zu den News, die hier dann doch schon in gewisser Reichhaltigkeit heute anstanden, eher überschaubar. Das britische Pfund bleibt sozusagen hier seiner geringen Range, die wir bislang gesehen haben, von 58 Pips treu. Also 58 Pips ist nun mal wirklich wenig bislang. Wir haben ja den Vormittag schon fast abgearbeitet und das Paar bewegt sich ja hier im Schnitt zwischen oder rund um die 150 Pips am Tag. Also hier ist noch einiges zu erwarten heute. Und wenn wir uns den Stundenchart mal anschauen, dann wird deutlich, dass hier zumindest auf der Oberseite ein kleiner Deckel drauf liegt. Hier in diesem Bereich, Moment, also ein Stück fixieren, ein Stück tiefer machen. So, in der Zone um 1,4970. Da müssen wir erstmal drüber gehen. Da haben wir auch jetzt just den Widerstand sozusagen bestätigt mit der Vorstundenkerze. Wenn wir da drunter bleiben, dann ist es so, dass wir auch, wenn wir jetzt hier nochmal den Daily Pivot Point unterschreiten sollten, das britische Pfund hier durchaus noch ein Stück weit tiefer zurücksetzen kann, bis zum Support Level 1, Schrägstrich hier, bis zum Unterstützungslevel des Vortages hier im Bereich um 1,4850. Ja, das wäre dann hier definitiv eine Möglichkeit. Andererseits Überraschung auf der Oberseite. Aktuell sehe ich auch gerade, der Euro gegenüber dem britischen Pfund zeigt sich derzeit wieder ein Stück weit schwächer. Also werden hier die News jetzt doch gekauft auf Seiten des britischen Pfunds. Und wenn man sich das so betrachtet, dann wäre hier, wenn wir hier rausgehen über 1,4970, natürlich kurzfristig ein Kaufsignal gegeben. Dann wird es allerdings sehr, sehr spannend hier bei 1,5025. Da sind wir auch hier zwischen dem Resistant Level 1, Resistant Level 2 auf Pivotpunkt Berechnung. Und dann könnte man hier sicherlich eine sehr, sehr spannende Situation. Also heute ist noch Volatilität zu erwarten. Wir haben auch noch einen Haufen Daten aus den USA am Nachmittag. Also hier dürfte es sicherlich noch zur Sache gehen. Der BIA selber fürs britische Pfund, wie gesagt, ein Stück weit schwächer als der Euro generell. Das kann hier nochmals bestätigt werden. Deswegen auch das Crossrate Euro-Britisch Pfund eher in einem Aufwärtsdrive. Man muss aber natürlich auch hier unterstellen, wenn das Pfund hier nach oben rauszieht, über 1,5025, 1,5030 hier diesen Abwärtstrend durchbricht, dann ist natürlich hier auch technisches Erholungspotenzial durchaus gegeben. Also warten wir mal ab, was passiert. Gegebenenfalls schalten wir uns später nochmal drauf. Ansonsten gibt es dann hier in Bälde nochmal vor dem Mittag eine DAX-Beschau, der ja auch mit einem beeindruckenden Reversal daherkam während des Vormittagshandels. Und insofern freue ich mich drauf, wenn wir uns später nochmal wiederhören. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Handelstag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.